Wenn man sich mit Teresa von Avila beschäftigt, dann stolpert man ganz schnell auf zwei zentrale Ideen ihrer Spiritualität, nämlich Gott als Freund zu haben und das, was sie inneres Beten nennt. Ich spreche gerade hier aus dem Karmelitenkloster in Birkenwerder zu euch, wo ich mich gerade in meinem Klosterzimmer befinde. Ich habe hier ein paar Tage Exerzitien hinter mir, die gehen jetzt langsam zu Ende und wollte eigentlich diese Folge aus dem Kloster heraus filmen. Aber diese Exerzitien, die ich hierfür bringe, das sind Schweigeexerzitien. Ich habe ein paar Eindrücke euch mitgebracht. Aber für die eigentlichen Ideen, die ich euch vorstellen will, switchen wir besser in mein Arbeitszimmer. Okay, also weiter geht's mit Teresa jetzt aus dem Arbeitszimmerstudio hier, wo ich unbeschwert und locker mit euch reden kann, ohne Schweigezeit. Warum eigentlich Teresa heute noch, einige Jahrhunderte nachdem sie gelebt hat? Ich glaube vor allem, so ging es mir, was ich bei Teresa entdeckt habe, ist eine menschenfreundliche, helle, freundschaftliche Spiritualität, die einem einfach heute noch wohltut und sich absetzt von vielem, was man sonst im Bereich der Spiritualität, vor allem aber auch der Kirchlichkeit oft findet. Im Mittelpunkt nämlich ihrer Spiritualität steht diese Idee, dass man Gott zum Freund haben kann, Freundschaft mit Gott, und wie sie dahin kam und was so die zentralen Ideen dabei sind, wie man das auch ganz praktisch einüben kann. Dazu will ich euch 5 Impulse mit auf den Weg geben. Erster Gedanke, wenn man sich in Teresas Geschichte oder Biografie vertieft, ich empfehle euch hier vor allem von Alois Prinz die Biografie zu Teresa von Avila, die Biografie. Ihr findet übrigens meine ganzen Kommentare, Gedanken und auch Zitate hier auf dem Mindmap, unten auch die Literaturangaben, also da könnt ihr das alles gut nochmal nachvollziehen zum Download, also anbei im Link verfügbar. Genau, also wenn man sich die Biografie von Teresa anschaut, dann merkt man, also von Freundlichkeit ist da erstmal gar nicht viel zu merken, sondern eigentlich eher düster fängt es an. Mit 13 muss sie den Tod ihrer Mutter erleiden und kommt dann in die Obhut der Augustinerschwestern in Avila und erlebt da offensichtlich Klosterleben nicht als so attraktiv, dass sie gerne ins Kloster eintritt, als sie dann mit 20 Jahren ins Kloster eintritt, sondern der Grund, warum sie ins Kloster eintritt, ist, dass sie überlegt, was ist die Alternative? Die Alternative wäre, in eine Ehe irgendwie zu kommen. Und dann sagt sie sich, nee, also bevor sie diese Zwangsinstitution der Ehe ertragen muss, da wählt sie doch lieber das kleinere Übel. Und so tritt sie eben mit 20 Jahren ins Kloster ein, aber eben nicht aus einer inneren positiven Haltung gegenüber dem Klosterleben und dem damit verbundenen geistlichen Weg, sondern einfach kleinere Übel. Ehe wäre noch furchtbar gewesen. Aber Teresa hat so eine Idee, dass sie auch was erwartet eigentlich, dass sie auf der Suche ist, dass sie ja nicht einfach zufrieden sein will mit dem, was sie da geboten bekommt, sondern dass sie zwar widerwillig, aber doch auch hoffend diesen geistlichen Weg weitergeht, in der Hoffnung, was Besseres zu finden als das, was sie bisher hat. Und das führt sie zweitens dazu, sich geistliche Begleiter zu suchen. Sie hat den Gedanken, und der ist ja an sich auch sehr hilfreich, dass es vielleicht andere gibt, die weiter sind auf dem geistlichen Weg, die ihr helfen könnten, auch mit ihren Erfahrungen, die sie dann beginnt zu machen, mit mystischen Erfahrungen, mit Gedanken, die sie hat, mit Erfahrungen, mit Visionen. Nur, sie kommt erstmal an ziemlich schlechte geistige Begleiter, die ihr überhaupt nichts zutrauen, die ihr Steine legen in den geistlichen Weg. Einer zum Beispiel ihr Ortspfarrer. Also wenn euch das auch so gehen sollte, dass ihr an geistige Begleiter geratet, nicht jeder ist geeignet, euch zu helfen, dann macht es wie Teresa und sucht weiter. Sie hat weiter gesucht, bis sie solche geistige Begleiter fand, die ihr Mut gemacht haben, unter anderem bei dem neuen Jesuitenorden. Dort wurde ihr dann auch geraten, doch weiter ihr auch ihren Eindrücken, ihren Erfahrungen zu trauen. Und durch diese guten geistlichen Begleiter macht sie eben die Entdeckung, dass Gott ein freundlicher Gott ist, dass man Gott zum Freund haben kann.
Und das ist verbunden mit dem, was sie als inneres Beten entdeckt. Ich nenne euch mal hier aus ihrer eigenen Lebensbeschreibung: Wer mit der Übung des inneren Gebets noch nicht begonnen hat, den bitte ich bei der Liebe Gottes, sich ein solches Gut doch nicht entgehen zu lassen. Es gibt hier nichts zu fürchten, aber alles zu hoffen. Wer darin beharrlich ist, der wird die Barmherzigkeit Gottes erfahren, der jede Freundschaft erwidert. Es gibt hier nichts zu fürchten, alles zu hoffen. Man könnte auch sagen, es gibt hier nichts zu verlieren, alles zu gewinnen. So wie Martin Luther auf der Suche nach einem gnädigen, barmherzigen Gott war, war Therese auf der Suche nach einem barmherzigen, freundlichen Gott, und den hat sie gefunden. Und sie findet, dass man eben Gott so zum Freund haben kann, und da kommen wir jetzt zu unserem dritten Impuls mit der zentralen Idee: Wie lebt man diese Freundschaft zu Gott? Das ist das, was sie das innere Beten nennt, oder dass man mit Gott reden kann, Zwiesprache halten kann wie mit einem Freund. Sie beschreibt dieses innere Beten folgendermaßen: Denn das innere Gebet ist, so meine ich, nichts anderes als Umgang und vertraute Zwiesprache mit dem Freunde, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Also mit Gott reden wie mit einem Freund, auch wenn man ihn nicht sieht, doch zu vertrauen, dass Gott da ist, dass er zuhört, dass er Anteil nimmt an unserem Leben. Ich denke manchmal, also wir heute haben es eigentlich doch viel leichter, uns das vorzustellen, dass man mit jemandem, den man nicht sieht, der so scheinbar abwesend ist, sich so unterhalten kann. Wir sind ans Telefonieren, ans Handy telefonieren, ans Reden über Freisprechanlage gewöhnt. Und erfahren das ja auch, dass da auf der anderen Seite jemand zuhören kann. Also in diesem Sinne lädt Therese ein, mit Gott ins Gespräch zu kommen und ihn als den ersten Freund, den ersten Begleiter im geistlichen Leben zu glauben und zu erfahren. Therese ist aber auch ganz realistisch. Ihr ist klar, so ins Gespräch zu kommen mit Gott, sich auf Gott einzulassen, sich auf Gott zu konzentrieren, das ist ganz schön schwer. Schon in ihrer Zeit merkt sie, sich so zu sammeln, sich so auf Gott auszurichten, zur Ruhe zu kommen. Da hilft es manchmal, wenn man sich Hilfsmittel besorgt. Bei dieser Art des Betens kann die Seele viel verlieren, weil die Gedanken sich zerstreuen, oder viel gewinnen, weil die Liebe wächst. Aber es ist nicht leicht, dahin zu gelangen. Man kann sich oft besser sammeln mit Hilfe eines Buches. Mir persönlich half es auch, wenn ich die Felder, das Wasser, die Blumen betrachtete. Alles dieses erinnerte mich an den Schöpfer, und so konnte ich mich sammeln. Also Theresa gibt in ihrer Biografie und auch sonst ganz praktische Hinweise, wie unser spiritueller Weg gelingen kann, weil sie es selbst erfahren hat und ganz ehrlich auch berichtet, wo Schwierigkeiten sind und wie man diese überwinden kann. Und genau, eine ganz einfache Hilfe merkt sie zum Beispiel, wenn man ein gutes geistliches Buch liest oder wenn man in die Natur geht. All das hilft uns, uns zu erinnern, dass Gott da ist, dass er der Schöpfer ist. Die guten Gedanken, die andere schon hatten, die können für uns zu guten Gedanken und Hinweisen werden. Und so nutzt sie all diese Hilfsmittel: Spaziergang mit Gott in der Natur, die Betrachtung des Wassers, eines Sees, von Bäumen und so weiter, um mit Gott ins Gespräch zu kommen, sich auf Gott, den Schöpfer, hin auszurichten. Und dann ein letzter Aspekt bei diesem inneren Gebet, nämlich, dass man das nicht verwechselt damit, dass das innere Beten unbedingt ein stilles, schweigendes Beten sein musste. Also inneres Beten heißt jetzt nicht, wir sprechen nur in unserem Inneren mit Gott, sondern wir können dabei auch gerne Worte, laute Worte benutzen, wem das hilft, vielleicht vor sich hinzumurmeln, was man so für Gott sagen würde. Denn das, worauf es beim inneren Gebet ankommt, ist nicht, dass man sozusagen nur innerlich redet, sondern auf die innere Einstellung. Und so kann sie zum Beispiel auch sagen, dass selbst wenn man dann ein lautes, mündlich formuliertes Gebet, wenn man so zu Gott redet, der wichtige Unterschied ist, dass es uns mehr darauf ankommt, bewusst zu sein, mit wem wir reden. So schreibt sie mal: Wisst, Töchter, dass sich das innere Gebet nicht dadurch vom mündlichen unterscheidet, dass ihr den Mund schließt. Wenn ich mündlich bete und mir dabei voll bewusst bin, dass ich mit Gott spreche und darauf mehr meine Aufmerksamkeit richte als auf die Worte selbst,
So ist das zugleich mündliches und inneres Gebet. Das heißt, das Wichtige beim inneren Beten, bei diesem freundschaftlichen Gespräch mit Gott, ist, dass ich mir bewusst bin, dass Gott mir zuhört, da ist, wie ein Freund, und dass es ihm nicht darauf ankommt, dass ich die korrekten Worte rede, dass ich irgendwie mich fromm anhöre, dass ich fromme Vokabeln wähle. Und da muss ich jetzt vielleicht mal eine Seitenbemerkung zu unserer kirchlichen Kultur machen. Ich bin ja auch Pfarrer. Und da lernt man das natürlich, wenn man im Gottesdienst Gebete spricht, dass man da schön darauf achtet, dass das doch alles schön gottesdienstlich formuliert und irgendwie sich fromm anhört. Und mein Eindruck ist, dass man dadurch eher verlernt oder zumindest den Leuten nicht vormacht, wie man eigentlich mit Gott freundschaftlich reden könnte. Dass es nämlich nicht so darauf ankommt, dass man die richtigen kirchlichen Worte oder den richtigen kirchlichen Slang benutzt und die frommen Gedanken, die schon andere gedacht haben, die irgendwie gut, vielleicht man denkt, bei Gott ankommen, sondern dass man mit Gott so reden kann, sich, auch wenn es einem schlecht geht, bei Gott ausklagen und ausweinen kann. Und wenn es einem gut geht, dass man auch sagen kann, sau gut oder sau genial oder was euch sonst einfällt, freut sich und teilt sich Gott mit. Also es kommt darauf an, wir sind uns bewusst, Gott ist da als Freund, er hört uns zu und Worte sind nebensächlich. Vierter Impuls, jetzt wäre das ja eine komische Freundschaft, wenn wir immer zu Gott reden, freundschaftlich, wie auch immer, aber Gott überhaupt nicht zurückredet. Das wäre ja die totale Einbahnstraße, aber so oft haben wir vielleicht den Eindruck, so ist halt Beten. Wir reden, aber die Frage bleibt offen, ob Gott auch antwortet. Und auch dieser Frage widmet sich Teresa, wie wir jetzt dahin kommen könnten, dass wir auch Gott hören. Und ihre Meinung ist, das Problem liegt nicht darin, dass Gott nicht reden würde, sondern dass wir ihn oft nicht hören. Dass es uns nämlich an Stille fehlt. Und das schon zu ihrer Zeit, also wo es keine Laut-Stereoanlagen gab, keine MP3-Player, kein WLAN, kein Internet, die ganzen Medien nicht. Und trotzdem hat sie den Eindruck, schon in ihrer Zeit ist das Leben zu laut, zu geschäftigt, wir Menschen zu wenig still, um das leise Reden Gottes zu hören. Und so ihre Einladung also. Das Erste, was uns seine Majestät über das Gebet lehrt, ist, dass wir in die Stille gehen müssen. Er selbst, also Jesus, pflegte in der Einsamkeit zu beten. Wir müssen in die Stille gehen, damit wir verstehen, mit wem wir zusammen sind und hören, was der Herr auf unsere Bitten antwortet. Oder meint ihr, er schweige, nur weil wir ihn nicht hören? Von Herzen gebeten spricht er zum Herzen. Genau, also ihre Erfahrung ist, dass Jesus selbst, dass Gott selbst zu unserem Herzen redet und dass wir nur eines machen müssten, so ruhig zu werden, dass wir ihn hören. So ein bisschen so, als wenn ich laute Musik anhab und meine Kinder oder meine Frau vielleicht mit mir im Raum sitzen und zu mir reden und ich kann das gar nicht hören oder weil ich in beiden Ohren Ohrstöpsel drin habe. Das Problem ist da nicht, dass sie nicht reden würden oder versuchen würden, zu mir durchzudringen, sondern dass ich vielleicht die Ohrstöpsel rausnehmen müsste oder die Musik runterfahren und dann könnte ich das hören. Das ist der eigentliche Wert auch der Stille, wenn wir, ich habe ja bei Theologo hier auch so einen Kurs zum Meditieren lernen mit dem Herzensgebet, wo es auch darum geht, Stille zu lernen oder in diesem Crashkurs stilles Gebet. Die Stille hat sicherlich einen Wert an sich, weil sie uns gut tut, weil sie, da gibt es ja medizinische Untersuchungen mittlerweile auch, weil sie unserem ganzen Körper, Seele, Systemen gut tut. Aber die Stille ist auch ein Weg, dass wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Hörfähigkeit ganz neu ausrichten und lernen, auf Gott zu hören, der in unserem Herzen zu uns spricht. Das ist ja nicht so, dass Gott jetzt irgendwie so ein Megafon benutzen würde oder irgendwelche verrückten Sachen passieren würde, dann würde Gott zu uns sprechen, sondern dass Gott durch seinen Geist schon in unserem Herzen lebt und in uns, durch Gedanken, Eindrücke und durch die Stille, wenn mal das Laute zur Seite tritt, dass wir dann Gott auch vernehmen können in uns. Genau, also ganz praktische Idee von Teresa, Stille einüben und dann Gottes Antworten hören lernen. Und zuletzt, Teresa hat das, was sie gefunden hat,
für sich entdeckt und genießen gelernt. Und sie war davon so begeistert und überzeugt, dass sie das auch anderen nahebringen wollte. Sie hat angefangen, ihre Klostertradition, also in diesem Fall die karmelitische Tradition, zu reformieren. Das kam nicht so gut an und stieß nicht so auf fruchtbaren Boden, dass sie das in ihrem Kloster weiterführen konnte, sondern sie hat dann für sich gedacht, es geht einfach nur so, dass ich ein neues Kloster gründe. Sie hat dabei ganz unorthodoxe Methoden auch gewählt. Zum Beispiel wusste sie, dass das auf Widerstand stoßen würde in Avila, bei ihrem bisherigen Kloster natürlich, und auch in der Stadt. Und dann hat sie sich hintenrum zwar die Genehmigung besorgt, aber zum Beispiel erstmal ein Haus gekauft, und dann wurde so getan, als wenn das für ihre Familie wäre. Und dann sozusagen heimlich da ein Kloster eingerichtet in einer Nacht- und Nebelaktion mit ein paar anderen Schwestern, dann ein neues Kloster da gegründet, ausgerufen. Und dann kam natürlich großer Protest, den hat sie auf sich abregnen lassen. Und in diesem Stil, so eine Art Hausbesetzer-Taktik, hat sie auch noch andere Klöster gegründet. Also man sieht, Theresa, die große Heilige, war keine Frau, die immer nur leise getreten hat oder nur das getan hat, was so kirchlich heilig angesehen war, sondern hat das auch auf sich genommen, also richtig Ärger auch zu provozieren, einfach weil ihr diese Beziehung zu Gott, die Freundschaft mit Gott so wichtig war, dass sie die nicht nur für sich behalten wollte, sondern auch andere mitnehmen wollte. Und sie Klöster gründen wollte, eine Klostertradition, eine spirituelle Tradition, in dem dieser Gedanke der Freundschaftlichkeit im Mittelpunkt steht. Und ich finde, auch für unsere Kirchen heute, dass das vielleicht echt das Wichtigste wäre, was wir auch mit, oder eine der wichtigsten Dinge, die wir miteinander einüben können, dass wenn man mit der Kirche, das ist im Gottesdienst, mit Konfirmanden, mit Jugendlichen, nicht darum geht, dass die alles richtig machen, wir alles richtig machen, was auch immer richtig ist, dass man sich seriös, fromm bewegt in der Kirche, sondern dass wir merken, wenn wir mit dem Glauben zu tun haben, dann ist das eine freundschaftliche, freundliche Angelegenheit und Gott will unser Leben glücklich, froh und hell machen. Ja, so viel mal zu den inhaltlichen Ideen. Wenn ihr selber weiter einsteigen wollt bei Theresa, also ihr findet ihre ganzen Schriften, es gibt so ihre ganzen gesammelten Werke in zwei so dicken roten Bänden, jetzt im Herder Verlag, findet ihr auch im Literaturverzeichnis. Da habe ich auch die Zitate her, beziehungsweise ich habe die unter anderem auch her aus einem kleinen Büchlein, das ich euch empfehlen kann, das unter dem Titel Theresa von Avila, ich bin ein Weib und obendrein kein Gutes, eine große Frau, eine faszinierende Mystikerin. Das ist ein Büchlein mit Texten, ein bisschen so thematisch geordnet von einer Theresa-Expertin, Erika Lorenz, die ist Professorin auch. Und sie hat hier Texte zu verschiedenen Themen zusammengestellt. Und wenn ihr so einen schönen Einstieg wollt, also das kann ich euch echt empfehlen. Und wenn ihr nicht nur was von Theresa lesen wollt, von ihren Gedanken, sondern euch vielleicht sogar richtig so auf so einem Exerzitienweg mitnehmen lassen wollt, dann empfehle ich euch zum einen, also was man machen kann, ist natürlich so eine Klostertage, Klosterwoche im Exerzitienhaus, zum Beispiel im Birkenwerder, im Karmelitenkloster, wo ich selbst jetzt auch gewesen bin. Das ist wirklich toll, da könnt ihr solche Tage buchen und euch von Pater Reinhard Körner zum Beispiel, ein echter Kenner von Theresa, mit hineinnehmen lassen in auch andere Themen. Guckt euch das an, findet ihr im Internet. Oder ihr könnt auch, wenn ihr nicht gleich die Zeit habt, so ins Kloster zu gehen, eine weitere Empfehlung, Gott zum Freund haben, Exerzitien mit Theresa von Avila. Ein ganz schönes Büchlein, wo ihr für 40 Tage, wenn ihr euch eine halbe Stunde Zeit nehmt am Tag, mit Theresa Texten, Impulsen, Anregungen euch auf den Weg machen könnt, diese Freundschaft mit Gott zu entdecken. Genau, also diese Literaturhinweise findet ihr auch auf dem Mindmap. Und mit all dem wünsche ich euch eine wirklich freundschaftliche, freundliche Zeit auf dem Weg mit Gott.